Wäre nicht schlecht, wenn man ein bisschen Pfuff mitnimmt. Ich bin Alessandro, ich bin 26. Ich bin seit 09 bis 12 habe ich hier in der Lehre gemacht und bin jetzt seit letztem Jahr im September wieder im Haushiltl tätig als Restaurationsfachmann. Wir haben ganz viele grosse verschiedene Stationen bei uns im Haus. Wir haben ja zum Teil einmal das Parterre und einmal das OG. Die meisten Stationen haben so zwischen 12 bis 16 Tische. Und ich würde sagen, bei uns läuft es relativ gut. Also im Sinne von, die Tische werden dann schon 2 bis 3 Mal beleidigt werden. Für jemanden, der bis jetzt noch nie in einem vegetarischen Laden geschafft hat, kann ich euch beruhigen. Es wird alles gut kommen. Super schnell geschult hier drin, also von Kaffeeschulung bis Ernährung. Da ist Hiltl sehr grosszügig, was Schulungen auch angeht. Was man mitnehmen muss für ins Hiltl, also wenn man als Chef daran anfangen will, grosse Motivation und gepflegter Auftritt ist sehr wichtig. Man muss gästeorientiert denken, flexibel sein, sage ich jetzt mal, weil man hat verschiedene Dienste halt, oder mit Zimmerstunde und Spätdienst, Frühdienst. Aber man muss halt gleich halt Spass am Arbeiten haben, finde ich. Also man muss jetzt nicht kommen, weil man es machen muss, sondern auch, weil man es machen will.